So, und für den fünften Slot gibt es noch eine abschließende kurze Frage. Naja, es sind inzwischen schon drei, es wäre einmal schön. Naja, das war vor einer halben Stunde. Gut, also zum ersten Vortrag möchte ich nur noch anmerken, ich habe vorige Woche einen Beitrag über NAFTA gesehen, ich glaube in Nano. Das ist ein Handelsabkommen zwischen Kanada, USA und Mexiko. Und das Ergebnis war, ein paar Konzerne mögen schon profitiert haben, aber für alle Arbeiter in Detroit zum Beispiel war es katastrophal. Und für die Mexikaner, wo dann die ganzen Fabriken an der Grenze aufgebaut worden sind, ebenso. Stichwort Sozialdumping. Also ich glaube, dass man sogar den einzig positiv dargestellten Punkt an diversen Handelsabkommen widerlegen kann. Zum Bundeskanzleramt würde ich schon noch, da gewisse Ahnungslosigkeit heraushörbar war, sagen, wofür zahlen wir euch überhaupt? Und speziell der Frau Stessel würde ich empfehlen, bei Zeiten wegen Ahnungslosigkeit zurückzutreten. Und es wäre schön, wenn man solche Sachen thematisch dazu passend bringen könnte und nicht erst irgendwann später. Danke. Noch eine kurze Ankündigung, dann ist Schluss. Ich wollte nur kurz sagen zum Open Data Day, der weltweit am Samstag stattfindet. Es gibt ein super Förderungsprogramm von der Europäischen Union für Open Data Ideen und Businesses. Das nennen sie Open Data Incubator. Und es gibt alle zwei Monate bis zu 100.000 Euro Förderungen für Ideen, die Open Data kreieren oder verwenden. Und es sind im Moment zwei österreichische Firmen wahrscheinlich dabei und auch soziale Projekte gefördert, die Umweltschutz fördern oder Demokratie. Also Open Data Incubator, EU anschauen. Okay, vielen herzlichen Dank. Damit möchte ich den vierten netzpolitischen Abend beschließen hier. Eine Info noch organisatorischer Natur. Bitte den Stuhl mitnehmen, vorne abgeben, damit hier Platz ist, damit man dann networken kann mit einem Club Mate oder whatever. Vielen Dank und schönen Abend. Das war er, der vierte netzpolitische Abend aus dem Wiener Metalab, Rathausstraße 6. Drei Vorträge, einige Lightning Talks und spannende Diskussionen. Die nächste Ausgabe, der fünfte netzpolitische Abend Österreich AT, wird genau in einem Monat am ersten Donnerstag im April stattfinden. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Abend.